Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu Dragon Ball Multiverse Kapitel 21. Falls ihr die vorherigen Dragon Ball Multiverse Kapitel verpasst habt, findet ihr einen Link dazu in der Videobeschreibung. Bedenkt, dass auch wenn die Reihe im ersten Augenblick euch an Dragon Ball Super erinnern könnte, so hat diese Reihe weit vor Super angefangen und viele Sachen, die ihr kennt, hier natürlich nicht reinpassen werden. Sämtliche Rechte des Bildmaterials liegen selbstverständlich bei den Herstellern von Dragon Ball Multiverse, nun ihr findet in der Videobeschreibung einen Link zu ihrer offiziellen Seite, wo ihr auch all ihre Werke bestaunen könnt. Wir befinden uns weiterhin im Universum 3, während der Rebellion der Saiyajins gegen Freezer. König Vegeta sitzt in seinem Thronraum und spricht zu einigen seiner Gefolgsleuten über Broly. Sie haben erkannt, dass ein Kind mit so einem gewaltigen Powerlevel früher oder später eine Bedrohung auch für die Saiyajins sein wird. Weiterhin ist ihnen klar, dass es sich um den legendären Super Saiyajin handeln muss. Den letzten gab es vor tausenden von Jahren und solch eine Kampfkraft von Geburt an ist einfach nicht normal. König Vegeta entscheidet basierend auf dieser Information, dass das Kind namens Broly getötet werden soll. Genau in dem Augenblick kommt aber Paragus herein, Brolys Vater, und fleht König Vegeta an, sein Kind nicht zu töten. Broly wird ein herausragender Krieger werden und Prinz Vegeta dienen. Doch genau vor dieser Kraft haben die Saiyajins Angst. Bardock kommt genau in dem Augenblick herein mit seinem Team und einer der Teammitglieder verspottet Paragus, dass er seinen Mund nicht halten konnte. Doch Bardock hat genau dasselbe vor und tritt in den Raum und spricht König Vegeta direkt an, denn furchtbare Dinge werden geschehen. König Vegeta scheint vor Bardocks Aussage aber wenig beeindruckt und fragt, was er denn noch will. Bardock erläutert, dass Freezer auf dem Weg zum Planeten Vegeta ist und vorhat, alle Saiyajins auszulöschen. Als er das ausspricht, kann sein eigenes Team nicht glauben, was Bardock sagt, und keiner glaubt ihm. Die meisten in dem Raum fangen sogar an, Bardock auszulachen, und Bardock wird wütend, auch wenn er gestehen muss, dass er selbst das wahrscheinlich nicht glauben würde, wenn ihm das jemand erzählt hätte. Da schreit Bardock einfach nur Ruhe in den Raum und spricht König Vegeta direkt an. Denn die Saiyajins müssen ihrem König folgen und daher muss Bardock nur König Vegeta überzeugen. In dem Augenblick bekommt Bardock wieder eine Vision, in der Freezer den Planeten zerstört und sagt zu sich selbst, dass es nicht so kommen wird. Er wendet sich zu König Vegeta und fordert ihn heraus, unter Berücksichtigung der Tradition der Saiyajins. Wenn er gewinnt, wird er der neue König. Und er ist sich siegessicher, denn König Vegeta hat den Thron nur inne, weil er in der Vergangenheit den Planeten von den Zufuru befreit hat. Aber der Rang des Königs gehört eigentlich dem stärksten Saiyajin. Da wendet sich einer der Gefolgsleute des Königs zu Bardock und sagt ihm, er muss zuerst ihn besiegen. Doch Bardock verneint dies. Er hat den König herausgefordert und nicht ihn, daher werden sie nicht gegeneinander kämpfen. Die Gespräche unter den anwesenden Saiyajin gehen weiter und sie stellen fest, dass Bardock natürlich ablehnt, da er nicht so stark ist wie Gerkin, der ihn bekämpfen wollte. Auch wenn Bardock gewinnt, wird er nicht lange König bleiben. Und ein anderer Saiyajin wusste nicht einmal, dass diese Herausforderung möglich ist, denn er hätte den König ansonsten selbst bereits herausgefordert. König Vegeta nimmt die Herausforderung von Bardock an und stürmt auf ihn zu, während er noch sagt, dass ein Krieger des unteren Ranges ihn niemals besiegen könnte. Doch Bardock blockt den ersten Schlag des Königs direkt ohne Probleme. Bardock schlägt König Vegeta direkt ins Gesicht, was den König etwas aus der Fassung bringt. Er fliegt auf Bardock los und verschießt eine Ki-Attacke, die Bardock aber nur mit einer Hand pariert. Doch der König hat damit gerechnet und trifft Bardock direkt hinterher mit dem Knie ins Gesicht. Der Kampf geht weiter und Bardock schlägt sich recht gut. König Vegeta muss gestehen, dass er nun versteht, warum Bardock mittlerweile zur Elite gezählt wird, denn er ist deutlich stärker, wie König Vegeta es erwartet hätte. Und Bardock ist sich dessen bewusst, denn während der König auf seinem Thron gehockt hat, ist Bardock in unzähligen Welten unterwegs gewesen und hat für die Saiyajins gekämpft. Er ist nun stärker wie der König und um dies auch zu zeigen, verschießt er selbst eine Ki-Attacke auf den König. König Vegeta kann dieser Attacke gerade so ausweichen, aber ein Teil seiner Rüstung wird beschädigt. Er merkt, dass er Bardock unterlegen ist und so entscheidet er sich zu einer besonderen Attacke. Er fängt an in seiner Hand eine Energiekugel zu sammeln, die uns von seinem Sohn sehr bekannt ist. Die Energiekugel, die Saiyajins die Möglichkeit gibt, sich zu Werfen zu verwandeln durch die Erschaffung von genug Wellen wie bei einem Vollmond. Bardock erkennt sofort, was der König vorhat und weiß, es ist nun Zeit, diesen Kampf zu beenden. Er stürmt mit seiner Faust voran und trifft den König saftig im Gesicht, bevor dieser dazu kommt, seine Energiekugel zu aktivieren und schleudert ihn weit zurück.
Bardock fliegt dem König direkt hinterher und noch bevor König Vegeta den Boden erreicht kann, wird er im Rücken von einer weiteren Ki-Attacke von Bardock getroffen. Er spuckt Blut und fällt ohnmächtig auf den Boden. Bardock hebt König Vegeta hoch, entwendet ihm sein König-Amulett und sagt, das ist nun das Ende. Die umstehenden Saiyajins erkennen Bardock als Sieger des Kampfes und begrüßen ihn als neuen König an, doch nicht alle. Einer der Saiyajins möchte Bardock direkt herausfordern. Und Bardock nimmt diese Herausforderung an. Doch nach der Tradition der Saiyajins darf er sich eine Woche Zeit nehmen, um zu Kräften zu kommen und erst dann wird er mit dem Saiyajin kämpfen. Er wendet sich direkt zu den anwesenden Saiyajins und hat seinen ersten Befehl, den sie zu befolgen haben, auch wenn dieser im ersten Augenblick merkwürdig erscheinen wird. Sollte Bardock falsch liegen, hat er kein Problem damit, danach entthront zu werden und auch getötet zu werden. Aber in diesem Augenblick wird er kein ungehorsames Verhalten von keinem Saiyajin akzeptieren. Seine Befehle lauten wie folgt. Keiner soll Freezer mitteilen, dass er nun der König der Saiyajins ist. Sie werden Freezer-Soldaten auf dem Planeten erwischen und sie direkt töten. Denn nichts von dem, was sie in den nächsten Tagen vorhaben, soll irgendwie nach außen vordringen. Und so machen sich die Saiyajins direkt daran, die Befehle von Bardock auszuführen und beginnen eine Rebellion gegen Freezer vorzubereiten, aber im Geheimen. Offiziell hatte sich natürlich nichts verändert, denn die übrig gebliebenen Freezer-Soldaten haben ganz normal an die Freezer Force berichtet. Als das gesichert war, hat Bardock alle Saiyajins versammelt, um ihnen den Plan gegen Freezer zu erklären. In einer großen Versammlung kündigte Bardock das Ende von Freezer an. Auch der ehemalige König Vegeta war dabei und unterstützte Bardock sogar, denn ihm war bewusst, dass Freezer eine Rebellion niemals verzeihen würde. Um sicherzugehen, dass Bardocks Plan auch funktioniert, hat er sich deshalb ihm angeschlossen, damit auch die widerwilligen Saiyajins Bardock zuhören und folgen. Bardock wollte, dass alle Saiyajins sich bei der Ankunft von Freezer auf dem Planeten Vegeta in der Hauptstadt versammeln. Und einige Tage später sind wir bei Freezers Raumschiff, wo Dodoria wieder zurückgekehrt ist von seinem Auftrag. Er berichtet an Freezer, dass auf dem Planeten Meet kein einziger Saiyajin befand, obwohl die Teams der Freezer Force bestätigt hatten, dass einige dorthin geschickt wurden. Freezer befiehlt ihm, Kontakt mit den Teams aufzunehmen, während sie sich auf dem Weg zum Planeten Vegeta machen. Dies tut auch Dodoria direkt und unter dem Einfluss der Saiyajins wird Dodoria berichtet, dass Bardocks Team definitiv bereits unterwegs wäre zu dem Planeten Meet. Sie lassen sich eine Entschuldigung rund um technische Probleme einfallen und versichern, dass Bardocks Team bald auf dem Planeten ankommen wird. Dodoria hat aber nicht vor, sich direkt wieder auf den Weg zu machen und möchte nach der Zerstörung vom Planeten Vegeta dorthin reisen. Zurück auf dem Planeten Vegeta ist die Nacht von Bardocks Vision nun da und alle Saiyajins haben sich in einer Wüste in der Nähe der Stadt versammelt. Hanasia wendet sich zu Bardock, während sie warten und verspricht ihm, dass sie ihn herausfordern und töten wird, wenn Freezer nicht auftaucht. Doch Bardock sagt nur zu ihr, dass sie sich hinten anstellen soll, denn Gherkin hat ihn zuerst herausgefordert. Auch Paragus ist dabei und bedankt sich bei Bardock, dass er seinen Sohn gerettet hat. Doch Bardock möchte keinen Dank. Er hat gesehen, was aus Broly wird und weiß, dass er benötigt wird in der Zukunft. Kaum hat er es ausgesprochen, kommt ein Saiyajin angerannt. Freezer ist tatsächlich eingetroffen und viele Saiyajins wundern sich darüber, dass Bardock recht hatte. Doch Hanasia glaubt es immer noch nicht wirklich. Denn nur weil sein Besuch nicht angekündigt wurde, heißt es nicht, dass er gekommen ist, um alle zu töten. Doch Bardock ist das nicht wichtig, denn sie werden zuerst zuschlagen. Hanasia soll dafür Freezers Raumschiff aufhalten und sie ist sich sicher, das zu können, denn sie ist nun mal die stärkste der Saiyajins. Gherkin sieht das anders, denn er hat sie im letzten Duell besiegt. Doch Hanasia erwidert nur, dass sie schwanger war und das der einzige Grund für seinen Sieg gewesen ist. Und nun geht Bardocks Plan los. Er wendet sich an den ehemaligen König Vegeta, Gherkin, Rotenek, Tsukino und Paprika. Sie sollen das tun, wozu nur sie imstande sind. Und schon fangen sie alle benannten Saiyajins an, künstliche Monde zu erschaffen und verschmelzen diese mit der Atmosphäre. Drei von ihnen sollen am Boden bleiben und sich verstecken, sollte eins der Monde zerstört werden, damit sie weitere erschaffen können. Einer der Saiyajins denkt, das ist ein Plan für Feiglinge, doch Bardock sagt, das ist der Plan seines Königs und er hat ihm zu folgen. Und kurz daraufhin fangen sich die Fire Saiyajins an, alle in Wehrhaken zu verwandeln und fliegen in Richtung Weltall. In Freezers Schiff wird dies bemerkt und Meldung gemacht, dass eine Horde Wehraffen aus der Oberfläche auf ihnen zufliegt. Dodoria kann das nicht glauben, denn es ist nicht einmal Vollmond und außerhalb des Raumschiffes kommt schon Hanasia angeflogen und möchte Freezers Schiff entern,
obwohl sie weiß, dass sie angeblich die besten Schilde besitzt, die es gibt. Sie fängt an, das Schiff mit Ki-Attacken zu befeuern, doch diese bleiben an den Energieschilden hängen. Innerhalb des Schildes bemerken einige Soldaten, dass sie irgendwie angegriffen werden. Doch sie können es nicht glauben, da die Wehraffen nicht einmal in der Nähe sind. Hanasia muss ihren Plan ändern und sie fliegt so unter Schmerzen direkt durch das Energieschild und rammt sich durch die Hülle des Raumschiffes in das Innere. Innen angekommen freut sie sich, dass sie endlich wieder Luft zum Atmen hat und die Wehraffen kommen langsam aber sicher in die Nähe von Freezers Raumschiff. Freezer ist nicht amüsiert und befiehlt seinen Soldaten, sich zu verteilen und die Wehraffen abzuschlachten. Als einer der Soldaten das als Wahnsinn abtut, dass sie keine Chance gegen ihn haben, tötet Freezer ihn sofort und der andere Soldat macht sich auf den Weg voller Furcht. Weiter im Inneren des Raumschiffs wird Hanasia von einem der Soldaten von Freezer erkannt und er möchte Alarm schlagen, doch überwältigt ihn Hanasia ziemlich schnell und fragt, wo der Maschinenraum ist. Sie kommt aber nicht dazu, diese Information zu erhalten, denn Dodoria taucht auf und erkennt sie als Saiyajin Elitekriegerin an. Als er sie angreift, kann sie geschickt ausweichen, auch wenn Dodoria fest entschlossen ist, sie zu töten. Sie fliegt auf Dodoria zu und trifft ihm hart im Gesicht, doch Dodoria kontert sofort mit einem heftigen Schlag und packt Hanasia mit beiden Armen. Er hat eine Kampfkraft von 22.000 und Hanasia gerade mal 12.000. Sie hat keine Chance gegen ihn. Doch Hanasia gibt nicht auf und verschießt eine unerwartete Ki-Attacke aus ihrem Mund. Währenddessen berichtet ein Freezer-Soldat, dass die Freezer-Armee auf die Wehraffen-Armee getroffen ist und direkt 94% der Freezer-Soldaten bei dem ersten Angriff getötet worden sind. Außerhalb des Schiffes warten alle verwandelten Saiyajin und fordern, dass der Freezer sich endlich zeigt. Einer der Saiyajins fragt, worauf sie eigentlich warten, und ein anderer antwortet, dass Hanasia die Schilde noch deaktivieren muss. Sie sollte das auch bald machen, denn langsam geht den Wehraffen die Luft aus im Weltall. Zabon wendet sich im Raumschiff zu Freezer und stellt fest, dass die Saiyajin ihre Kräfte gesammelt haben und auch noch verwandelt sind. Das ist schlimmer als all ihre bisherigen Befürchtungen. Doch Freezer ist noch unbeeindruckt. Er wird die Affen selbst erledigen und dafür wird er ihnen seine wahre Macht zeigen. Zurück zu Dodoria und Hanasia sehen wir, wie Dodoria noch wohlauf ist nach ihrem Angriff, aber ein wenig benebelt. Er fragt sich, wo sie ist und sieht sie dann neben einem Fenster des Raumschiffes. Als er sie umbringen möchte, sagt sie nur, dass es eine nette Aussicht ist und dass sie sowohl ihren Planeten, wie aber auch die ganzen kleinen Monde sehr gut sehen kann. Und schon fängt Hanasia an, sich im Inneren des Raumschiffes zu verwandeln und zerstört das halbe Raumschiff dabei. Im Kontrollraum des Schiffs stellt ein Freezer-Soldat fest, dass das Schiff komplett außer Funktion ist und Freezer fängt langsam aber sicher an, sich zu verwandeln. Hanasia ist aber schon längst auf dem Weg zu den anderen Wehraffen außerhalb des Schiffes und als sie ankommt, gibt Bardock den Befehl. Alle Wehraffen greifen gemeinsam mit ihren starken Ki-Attacken aus dem Mund Freezers Raumschiff an. Die Attacken des Wehraffen sammeln sich zu einer riesigen Ki-Attacke und treffen Freezers Raumschiff mit voller Wucht, während dieser noch mitten in der Verwandlung zu seiner zweiten Form eigentlich feststeckt. Und so werden er, Zabon und das gesamte Raumschiff komplett ausgelöscht. Alle Saiyajins feiern den neuen König Bardock und Freezer ist Geschichte. Zurück auf den Planeten Vegeta fragt Hanasia Bardock, ob sie ihren Sohn immer noch zur Erde schicken sollten. Mit nur ein wenig Training ist er von 1 auf 12 Punkten Kraft gekommen. Und wenn er zur Erde geschickt werden würde, hätte er alle ziemlich schnell erledigt. Doch Bardock ist dagegen. Er hält nichts von Freezers Methoden. Er denkt, dass es mehr Sinn macht, wenn die Saiyajins gemeinsam Planeten angreifen und eines Tages wird auch die Erde darunter sein. Genauso wie viele andere Planeten, die unter Freezers Reich sind. Die Saiyajins nehmen nun keine Befehle mehr an und entscheiden selbst, was sie tun möchten. Und so begann die lange Herrschaft der fürchterlichen Saiyajins über die Galaxis. Aber jemand anderes hatte den gesamten Kampf der Saiyajins gegen Freezer gesehen, seinen Bruder Cooler. Sausa fragt ihn noch, ob sie auf dem Planeten Vegeta landen sollen oder ob Cooler sie mit einem Schlag vom Weltall aus zerstören möchte. Doch Cooler hat nichts dergleichen vor. Sie haben in diesem Bereich der Galaxis nichts zu sagen, denn es hat Freezer gehört. Wenn ihr Vater ihm den Bereich übergibt, dann werden die Saiyajins sterben. Doch bis dahin wird er nichts tun.
Damit endet das 21. Kapitel von Dragon Ball Multiverse. Die Saiyajins haben Freezer besiegt und Bardock ist ihr neuer König. Doch warum ist Bardock alleine von den Saiyajins über im Multiverse-Turnier? Was ist wohl mit seinem Volk bis dahin passiert? Lasst mir gerne eure Kommentare und Meinungen zu Dragon Ball Multiverse da und vergesst euch nicht, weitere Videos auf dem Kanal anzuschauen, um zu wissen, wie es weitergeht. Wenn ihr außerdem auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht, dann solltet ihr mich auch abonnieren, falls euch mein Content gefällt.